Ja, hallo, da bin ich wieder mit einer kleinen Runde Dead by Daylight. Ich spiele immer noch die Yui, weil ich ja versuche, die Trophäen zu bekommen. Okay. Hier rechts arbeitet schon jemand. Dann. Wenn du um uns drum zu rennst, konstant. Da ist ein Rabo-Gruppe. Genau, ich will die Trophäen schaffen und habe deswegen ihre hauseigenen Perks dabei. Cool. Wir spielen gegen Freddy, was mir immer viel zu spät erst auffällt. Bin gar nicht da. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber hier bin ich nicht. Nein, nein, ich bin gar nicht hier. Es ist so ungewohnt, wenn man so ein Standard-Perk-Bild hat und dann ganz anders spielt als sonst. Aber ich glaube, mir tut das mal ganz gut, auch wenn ich jetzt gerade schlecht spiele. Es ist doch immer gut, mal was auszuprobieren. Und somit zwinge ich mich halt ein wenig. Jetzt hat er mich aber. Boah, das war. Ich bin irgendwie dann in so einer Blume oder so hängen geblieben. Ich weiß es auch nicht. So eine lange Krallen. Ja. Weil irgendwie bleibe ich in letzter Zeit immer auf so einer gewissen. Der bringt aber weit weg. Okay, was macht er da? Ja, auf so einer Ebene quasi hängen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich besser werde mit der Zeit, sondern ich bin auf so einem Level und schaff's auch nicht, bessere Verfolgungsjagden zu machen. Und krieg's auch eigentlich nur mit den gleichen Perks hin, vernünftig zu spielen. Kannst du mich jetzt nicht abfarmen? Doch, will sie aber. Okay, aber zumindest so, danke sehr. Ich aber ein bisschen was gekostet. Ich hoffe, er hat nicht Nurses Calling. Ich heile mich jetzt hier erstmal in Ruhe weg. Und dann gehe ich sie retten. Noch hier. Komm. Genau, wir gehen mal irgendwo. Heilen ist auch gut. Zu zweit heilen ist noch besser. Ja, mit der Zarina habe ich das ja schon geschafft. Mit dem Steve ganz zufällig auch mal vor ein paar Wochen. Drüben, denke ich, ist er. So, und weil wir da rechts oben schon welche haben, gehe ich mal hier ran. Damit wir uns nicht in so eine 3-Gen begeben. Wobei das mit dem Freddy ja sowieso, der kann sich ja teleportieren, wie er lustig ist. Ich versuche mal zu gucken, wo der Verletzte läuft. Ich bin so fixiert darauf. Einfühlsamkeit immer mitzuhaben. Und das trägt mich dann halt auch so durch die Runden, ne? Aber ja. So ist das nun mal. Na, hat er Barbecue? Er hat nur angetäuscht.
schon mal. Hat sie gejagt? Okay, wenn sie gejagt wird. Ah ja. Dann mache ich den Motor weiter. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht auf Dauer wieder das Crossplay ausmache, weil es doch ein großer Unterschied ist, ob man mit Tastatur und Maus spielt oder mit einem Joypad. Ich finde, das merkt man schon arg. Aber vielleicht übt es ja auch ein bisschen mehr, wenn ich es anlasse. Weil ich so gezwungen bin, noch ein bisschen besser zu sein. So, mit meinem Sunny Pack kann ich jetzt irgendwie auch gar nichts mehr anfangen. Oben da wurde mal gearbeitet. Oh, nehme ich doch gerne. Dem Wecken, da weiß ich auch nicht so ganz, was das soll. Ob ich sein lasse oder nicht. Man ist ein bisschen schneller, man kann nicht in seine dämlichen Fallen treten. Aber es klaut natürlich auch Zeit. Ich weiß nicht, ob sich das rein zeittechnisch wirklich lohnt, sich zu wecken. Ob das das wieder rausholt, dass man ein bisschen schneller an Gen arbeitet. So, jetzt kommt er hier hin, denke ich. Da habe ich ein bisschen geleckt. Ne, Abolition. Da! Eieiei. Treffen sie runter, oder? Rumführen können. Hat er echt von mir abgelassen? Cool. Dann bin ich mal so dreist. Ups. Weil er ist ja obviously in der Jagd mit der Session gewesen. Uah. Das ist auch so ein Ding an der PlayStation. Dieses Überladen. Dieser Skillcheck ist so furchtbar. Ich weiß, dass er hier irgendwo in der Nähe ist. Genau, die Skillchecks sind so ein bisschen zeitverzögert mit der PlayStation. Es braucht dann ein bisschen Übung, die tatsächlich zu treffen. Und die ganz kleinen sind auch super schwer. So. Dort und... drückt man halt und nöd. Hab auch kein einziges Totem gesehen. Ach, ich bin am Ausgang vorbei. Vielleicht mache ich den eben auf 99. Oder zumindest ein bisschen weit. Boah, sie hat's gefunden. Heftig gut. Ich weiß jetzt natürlich, wo sie ist. Jetzt.
sehen. Campt er jetzt? Nee, ne? Was war das denn für ein Range? Okay. Gehen die hin? Zu dem anderen aus? Nee, die heilen sich. Okay, das heißt, die möchten mich wahrscheinlich nochmal retten kommen. Wie dämlich war das denn, dass ich da stehen geblieben bin? Und er von hinten angeschlichen kam. Damit habe ich nicht gerechnet, weil der die Wand direkt hinter mir war. Ja. Heilen versaut. Nee, doch nicht. Also, meine Lieben. Sie wird... Was macht sie? Sie sucht den Ausgang. Nee, sie geht ganz außen rum. Okay, das kriegt sie hin. Das kriegt sie hin. Das kriegt sie hin. Sie hält ihn hin. Mega gut. Okay. Müssen wir mal schauen, ob sie noch lebt überhaupt. Wenn er sie aufhängt jetzt. Er kommt. Kommt. Du musst einen tanken, Madame. Du musst einen tanken. Ja, sehr gut. Alle raus, alle raus, alle raus. Ja, geschickte Yui. Trophäe, Trophäe. Ja, nach wie vor. Spiele ich sehr sneaky. Keine Goldtrophäe gekriegt. Eieiei. Achso, doch, hier. Hä? Als Killer. Oh. Ja. Bin ich nicht, ne? Also, manchmal stürze ich hier Leute ins, in den Tod durch meine doofen Aktionen, aber ein Killer bin ich nicht. Gerade. Schön. Entkommen, finde ich gut. So semi-viele Punkte gekriegt. Ich habe mich nicht auf die Totems gestürzt gerade. Ich habe auch keins meiner Perks wirklich genutzt. Ich würde sagen, ich habe nicht dazu gelernt in dieser Runde. Aber es macht nichts. Ich habe noch viele Chancen. Ich werde das Beste draus machen. Und jetzt erstmal, mit wem mache ich jetzt weiter? Ich glaube mit Nancy. Da mache ich auch ein bisschen die Totems. Ich habe ja gesagt, ich spiele in der Reihenfolge, wie ich meine Survivor lieb habe. Zarina, dann Yui. Und jetzt mal schauen. Vielleicht. Vielleicht auch den Adam. Ich guck mal. Oder die Meg. Vielleicht würfel ich. GG und bis dann.